herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Classic-Projekt auf der Provence Map. Hallo. Hallo. So, was machst du Schönes hier? Ich erstelle ein Feld. Bist schon so krass dabei. Cool. Es wird unser größtes Feld, glaube ich, oder? Wenn ich hier so aufgehe. Ja. Ah, nee, ist ein bisschen kleiner wie die 1, glaube ich. Kannst du da nicht nur ein bisschen. Ja, wollte ich ja gerade machen. Ja. Dann müssen wir. Oh, da liegt sogar noch ein bisschen Gras. Dann müssen wir danach direkt hier ansäen. Ich werde mal hier noch meine Aufgabe erledigen. Das Gras abladen. Tagefarm. Ja. Eine Stelle macht da irgendwie gerade gar nichts. Lass mich mal rein. Brauchen die Kühe eigentlich Gras? Dann werfe ich da was rein. Die Kühe brauchen, glaube ich, gerade gar kein Gras. Warte. Wir haben hier noch drei Stapel. Ich dachte, das wären nur zwei. Einen Bein kannst du wahrscheinlich reinmachen. Okay, gucke ich dann gleich mal. Wie? So knapp. Leon, du kannst weiterarbeiten, ne? So, in der letzten Folge haben wir nämlich, Tiger Farm hat es hingekriegt, dass wir die TMR gemacht haben. Ja. Sogar zwei Ladungen waren es, gell? Ja, zwei Ein Ladungen. Ein Grasballen gehen rein. Hä? Der tut einfach das Gras nicht weg. Also, das so, wir haben schon 1000 Liter Mist. Das ist... Hast du Feld erstellen an? Ja, es ist an. Geht doch. Ah. So ging es in der Familie überhaupt nicht. Okay. Da. Komisch. Weil komplett da hinten hat er es gar nicht gemacht. Da hat er jetzt auch wieder aufgehört. Dann mach's, mach einfach gleich da weiter. Ich will den Ball nicht sein, wie ich will. Ist nicht so. So muss es auch passen. Ja, dann würde ich sagen. Nein. Und ich helfe drauf hier. Bleib hängen hier. Hängen bleiben ist nicht gut. Nee, vor allem nicht am Pfosten mit zwei Ballen. Das ist nicht besonders nicht gut. So, wir müssen auf jeden Fall in dieser Folge mit den Ballen fertig werden, aber das werde ich auch ziemlich gut schaffen. Ich habe keinen Bock mehr, ich kann keine Ballen mehr sehen. Mehr die Ballen hin und her zu transportieren. Was hatten wir unten eigentlich angepflanzt? Hafer, gell? Leon, was machst du? Der Server funktioniert ja in Null. Das ist das Problem. Und jetzt? Deshalb fährst du wohin? Ja, zum Hof und holen den Flug weg. Kannst du gar nicht pflügen. Doch, nee. Doch, das ein bisschen geht, nur in. Ja, ja, aber nur an manchen Stellen kriegst du nicht genau alles weg. Das ist ja. Probier mal nochmal. Ich weiß nicht, ob es daran lag, du hattest noch keinen Farm-Manager-Status. Aber eigentlich hat es, glaube ich, keinen Einfluss. Nee. Vielleicht fahr einfach nur mal langsam. Vielleicht hilft es schon. Also bei mir funktioniert es einwandfrei. Mhm. Das ist schon mal gut. Weil du ja auch an der Stelle bist, wo ich nicht bin. Dann
dann tauscht halt mal die Flächen. Lol, jetzt macht das. Ja, Mann. Ja, vielleicht lag es an dem Farmmanager, ich weiß, bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall funktioniert es bis jetzt. Das ist gut. Ich habe einen Grashalm liegen lassen. Bin mal gespannt. Achso, Hafer hat noch eingepflanzt, gell, habe ich gesagt. Ja. Ah, Feld 1 ist erntereif. Echt? Jupp. Jo. Was machen wir denn mit dem Hafer? Verkaufen. Und mit dem Stroh Ballen pressen. Ja. Ah, nein. Das habe ich doch welche. Und das Gute ist, Hafer ist gerade im Preis steigen. 2700 plus. Das ist gut. Das ist richtig gut. Was und Soja, pflanzen wir dann und Soja steigt auch. Soja. Soja hat. Bei BioCare steigt es gerade. Ja, aber ich denke mal, das wird man nicht hinkriegen. Der höchste Preis ist 3474 bei Molen. Von Soja. Von Soja, ja. Und Raps davon haben ist auch recht hoch, glaube ich. Ist gerade alles hoch. Raps ist auch hoch. Das war alles. Die zwei sind davon steigend. 2646 steigend. Können Sie mal gucken? Ach nee. Was? Habe ich schon wieder Ballen runtergeschmissen von meinem Handy. Nicht gut. Nee, die muss ich dann erst wieder richtig aufsammeln. Kannst du mal gucken, ob der vom E514, den Drescher, den wir haben, ja, der auch einen Maispflücker dabei hat, ein Maishäcksler? Oder haben wir einen Maishäcksler? Du meinst, ja, hat er sogar. Also Maispflücker. Ja, hat er. Ein Häcksler? Weißt du, dass wir vielleicht Mais-Silage machen? Ja, das im Häcksler haben wir auch den Fortschritt E281E. Mit dem Feldhäcksler-Schneidwerk. Okay. E295. Weißt du, dann könnten wir da ja unten, wo ihr gerade anpflanzt, Mais machen. Wo ihr ein Feld macht, Mais machen. Soll ich bei dir helfen, Teige farmen, oder passt das? Ich muss eh noch eine Bahn fahren. Ja, dann kann ich hier schon mal wegräumen, oder? Ja. Der war nur gemietet, den du hast, gell? Achso, ja. Soll ich den gleich zurückbringen? Dann kannst du einfach zurückgeben. Ja. Und dann schnappst du dir gleich den Drescher. Jawohl. Kannst du zu Feld 1 fahren. Vor allem dieser John Deere, mit dem ich da seit 12 Folgen ungefähr rumfahre, der fährt nur 27 km/h. Okay, dann freu dich mal auf den Fortschritt E514. Aber okay, wieso? Siehst du gleich. Da haben die Kühe überhaupt genug Wasser? Ah, stimmt, Wasser, das war noch die Frage. Also wird er hier Ballen kaputt gemacht, ne? Das leckt gerade extremst. Wasser haben sie genug, Stroh haben sie genug, Mischration haben sie genug, Kohlensilage haben sie genug, Gras auch genug. Ja, im Moment sind die super versorgt. Ja. War. Aber wir haben nichts für Maistechnik zum Pflanzen, glaube ich, gell? Wir könnten uns diese eine mieten. Ja, könnten wir machen. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Die
keine Ahnung, wie man ausspricht, SZT5.4. Wenn du gerade im Shop bist, kannst du mal den einen Anhänger zurückgeben. Ja, den nicht an den Universalanhänger. Ja. Ah, guck, das war ein Ballenwagen. Ah. Nur leider warst du falsch. Ich habe gehofft, dass der vordere das ist. Hm. Soll ich die Seemaschine kaufen? Wie viel kostet die? 550. Ach, lol. Ja, mach. gleich ein bisschen Saatgut mit rein. Jo. Haben wir eine Palettengabel? Nee, gell? Aber das können wir auch mit der Ding machen. Mit der Palettengabel können wir das auch. Dann würde ich nämlich gerade mal... Guck ich da rein. Ein bisschen... kauf mal... Kalk brauchen wir auch, gell? Dann kauf mal von jedem zwei Paletten. Von Kalk? Kalk, zwei Kalk, zwei Saatgut. Und zwei Dünger. Ist zurückgegeben. Okay. Soll ich den Traktor gleich hier stehen lassen oder zurückbringen? Ja, natürlich. Die Seemaschine mitnehmen. Mit ah, okay. Ja, das wäre geschickt. Ja. Weil. Und vorher die Seemaschine auftanken. Ja. Wenn ich so schon einmal am Händler bin. Ja, ich komme jetzt auch hin. Ich hol die Paletten. Achso. Ich dachte, ich soll es auftanken. Ja, ja, du tankst auf und den Rest hol ich ab. Und wer dann den Pflug aufgeräumt hat, der kann ihn dreschen. Yay. Oh, anscheinend Tiger Farm darf es machen anscheinend. Ja, du hast dich ja davor gedrückt. Du bist lieber zum Händler gefahren mit 27 km. Ja, am besten anstatt mit dem Drescher, der glaube ich so lahm ist, anstatt mit denen hier rumzufahren. Gut, dann dresche ich jetzt. Dann brauche ich aber einen Hänger. Ja, den stelle ich dir gleich runter. Wie viel geht denn in die Sämaschine rein? Von Saatgut 1200 und von Dünger muss ich mal gucken. Gucken, lucken. Ja, Dünger nur 800. Okay, ja, ist doch trotzdem angenehm. Bin ich full. Nein, soll die abdecken. Hey, ich hab's gleich. Bin weg, tschüss. Tschüss. Immer die gleiche Technik benutzt, erstmal die Paletten zusammengeschoben. Mit Strohablage, ne? Ja. Ah, wir hatten geschwartet, gell? Ja. Dann kann... Dann fange ich jetzt an zu dreschen. Ja. Stellst du dann bitte einen Anhänger zu Mikado runter? Zu Tiger Farm runter? Ja. Na, wer ist denn da müde? Müssen wir das Feld noch kalken, ja, gell? Nö. Das, was ich neu gemacht habe, meine ich. Keine Ahnung. Das wir neu gemacht haben. Ja. Okay, dann werde ich gerade mal noch gleich den Kalkstreuer kaufen. Da bin ich nämlich mal gespannt, ob der das jetzt wirklich kann oder nicht. Weil ich habe gehört, es soll einen Kalkstreuer geben, der zwar so ausgezeichnet ist, aber der keinen Kalk laden kann. Wir haben eine, es ist die Seemaschine schon mal am Hof, aber eine Alter, kleine. Der kann das Kalk nicht heben. Kalk ist doppeltes Pack. Wir haben eine Seemaschine, aber keine für Mais. Ach so, schön. Hab's ja nicht gewusst. Nein.
Soll ich die speziell in eine Halle packen oder erstmal stehen lassen? Stell sie irgendwo in der Halle. Am besten okay. Da, wo schon solche Geräte stehen. Okay, da weiß ich schon wo. Alter, der Kalk ist ja ein bisschen doof. Warum? Der hat doppelte Menge, der wiegt vier. Ich habe immer zwei Paletten auf einmal genommen. Aber die Kalkpalette wiegt halt schon allein 2 Tonnen. Ja. Und mit 4 Tonnen kommt der Fob nicht zurecht. Ich glaube, der muss doch weg. Ah, das ist ja noch lange kein Grund. Man muss ja nicht zwei Paletten auf einmal nehmen von Kalk. Doch, Zeit ist Geld. So heißt das Sprichwort zumindest. Muss zwei Paletten nehmen. Das ist eine Ersparnis von 100%. Dann nimm doch den IMT. Ja, würde ich ja gerne. Ah ja, stimmt, ist er kein Frontlader. So schnell. Ja, stimmt. Aber er kann Frontlader. Also theoretisch. Der blaue Anhänger? Ja, wir haben keinen. Ah, aber warte mal, hat man da nicht das Problem, dass der nicht hochkommt? Das Rohr hat keine Kollision. Ah, stimmt. Zum 10. Mal gefühlt. Ja. Ist ja alles gut, aber. Vergesslichkeit und so. Du wirst alt. Bin oder werde? Beides. Danke. ist nicht so gemeint. Das ist die Wahrheit, ich weiß, das ist eine schlimme. So, dann den Kalkstreuer wollte ich noch kaufen. Was kostet wo bleibt denn eigentlich mein Hänger? Ich bin schon unterwegs. Ah, okay. Alles just muss in time. Muss nur den Weg finden. Ja. Tja, nur blöd, dass es in den alten Geräten noch keinen Navi gab. Ist so. Auf jeden Fall. Tja. Gut, dass wir aber die Leute auch ans Ziel gekommen. Ja, ohne Navi. Ja. Du fährst falsch. Ja. Das habe ich auch gerade bemerkt. Aha. Ihr habt kein Navi, aber ein GPS, wo ihr Leute tracken könnt. Ich hab eine Karte, wo alle Leute und alles angezeigt wird. Wow, bei mir auch. Bei NSA mir, oder was? Ja. Bei mir werden sogar die Felder angezeigt. Bei mir wird alles angezeigt. Perfekt. Wie gesagt, ich kenne mich hier in dem Netz so gut aus. Ja, muss ich doch den Weg da fahren. So gut, dann. Nein, du musst geradeaus. 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 Düngetechnik. Ja. Und dann die nächste links. Ja. Und dann müsstest du das Feld einführen. Farbe Metall. Wie viel geht denn da rein? 8000. Dann brauchen wir noch Kalk. Ah, warte mal, ich habe gehört, auf bei einem Kalk-Dings. Kalkstation ist es günstiger, gell? Keine Ahnung. Ich werde es mal austesten. Lass den Anhänger einfach da stehen. Okay. Kann ich den jetzt da dran kuppeln oder nicht? Ich muss sagen, mit dem Oldtimer geht es ein bisschen besser hier.
passt hier nicht dran. Ach, der. Leon, kannst du mal den IMT nehmen, den roten, zum Shop fahren und den Kalkstreuer holen? Ja. Und mit dem Kalkstreuer dann zur Kalkstation. So. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge schaffen können. Denn wir sind schon wieder am Ende angelangt. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Am besten alles. Und bis morgen. Ciao. Bis morgen. Ciao.